Am Ziegel-Innensee in Schwerin gibt es seit geraumer Zeit eine Baustelle. Hier plante die hanseatische Immobilientreuhand einen großen Neubau. Bislang ist davon noch wenig zu sehen. Das Bauunternehmen meldete überraschend Insolvenz an. Im vergangenen Sommer wurden noch zahlreiche Wohnungen verkauft. Der Neubau mit dem Namen Seepromenade befindet sich in exklusiver Lage neben dem Speicherhotel. Insgesamt 102 Eigentumswohnungen mit gehobener Ausstattung waren geplant. Einer ersten Mitteilung des Unternehmens zufolge waren die Kaufzurückhaltung der Kundschaft, gestiegene Baukosten sowie höhere Zinsen und leere Fördertöpfe die Gründe für die Insolvenz. Wie es mit dem Bauvorhaben weitergeht, ist noch unklar. Aktuell gibt es detaillierte Prüfungen zur weiteren Entwicklung.